Auf dem Flughafen der serbischen Hauptstadt Belgrad wird Novak Djokovic am Montag erwartet, nach seiner Zwischenlandung in Dubai. Damit nimmt der Titelverteidiger nicht an den am Montag beginnenden Australian Open teil, die er bereits 9-mal gewonnen hat. Nach seiner Gerichtsniederlage im Visumstreit mit der australischen Regierung hat der Tennisstar das Land am Sonntag verlassen. Ich bin erleichtert, das müsste doch feststehen, bevor er nach Australien kommt. Ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Ich wollte ihn spielen sehen. Wir hatten Karten, um ihn zu sehen. Aber wir verstehen die Position der Regierung und respektieren sie. Djokovic erklärte, er sei extrem enttäuscht, werde die Entscheidung aber respektieren und mit den Behörden bei der Abreise kooperieren.